Jo, da sind wir da bei Pokémon Mystery Dungeon. Beim letzten Mal hat der große Zwirfins uns seinen überaus großen Plan erzählt. Und jetzt müssen wir einfach abwarten. Das heißt, wir machen ein paar Jobs. Hat ja eigentlich schon welche? Ne, ich habe noch keinen angenommen. Gut, dann wollen wir nochmal gucken. Was anderes außer ein paar Jobs können wir jetzt eh nicht machen, von daher. So. Ah, ne, die Escort-Mission habe ich gerade keine Lust. Hier irgendwas Interessantes. Krieg mal zwei S-Missionen auf. Auch in der Ampere-Ebene. Ja, komm. Nehmen wir die beiden. Und probieren es mal aus. War hier noch was in der Ampere-Ebene? Nö. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich hoffe es nochmal. Ist zwar S-Rang, aber. So, wir wollen zur Ampere-Ebene. Yo! Ja, was könnte Zwiffels nur für ein Plan? Ah, gut, wir wissen, was wir Plan haben. Die Frage ist, wird sein Plan auch gelingen? Das wissen wir nicht. Okay, ich habe auch noch Kratzer drin. Ja, und Kratzer reicht voll und ganz aus hier. Dann. Ein Ausdauerband. Ich glaube, das macht, dass man nicht so schnell hungrig wird, ne? Der unterdrückt Hunger. Ein Flea-Orb. Ja. Ich hoffe mal, das wird so langsam dann mal gemacht in dem Pandir-Café, dass man Flea-Orbs gegen Belebersamen eintauschen kann. Schon so viele. Oh, und Mary Level 7. Oh, ich sehe gerade jetzt wieder das Level. Wow, ist ja doch schon recht hoch. Schick. Morgen und gute Nacht. So, zur 7 und zur 8 mussten wir. Ich kratze einfach alles aus meinem Weg. Apfel. Und zack, weg. Ein bisschen Geld mitnehmen. Okay, ich habe nicht vergessen, mein Geld abzulegen. Und wir spielen schon 11 Stunden 20. Was? Wow, wie die Zeit vergeht. Nee. So, die kann ich aber noch werfen, wenn ich paralysiert bin. Werde jetzt nicht auch nochmal angreifen. Nein, ich möchte nicht noch ein Voltilam. Wow. 11 Stunden 20 schon und wir sind gerade mal bei Part 26? Yay. Das kommt gerade recht. Ja. Wow. Die Werte sind aber gut gesunken. Nein, gestiegen. Nein, ich möchte auch kein Elekid. Wir haben schon einen Bass. 11 Stunden. Wie die Zeit. Da. Agilität. Die eklige Attacke, die für alle im ganzen Raum gilt. Ja, komm. Ich glaube, wenn irgendeins meiner Pokémon versucht, Agilität zu lernen, ich bring's ihm sofort bei. Wenn es wirklich auf alle Teampartner dann auch geht, dann haben wir alle mal Instant Agilität und haben die Falle nicht ausgelöst. Aber gut, das war eh, glaube ich, nur diese Falle, die einen so ein bisschen schwächt. Oder einen Wert schwächt. Oh ne, nee, das war die Schlaffalle. Das sehe ich denn da. So, erster. Der gesuchte Ganove wurde auswendig gemacht. Du bist in meine Falle getappt. Verdammt. Fällt gerade so ein. Einer Staub würde nichts bringen. Die würden alle Schaden durch den Sandsturm bekommen. Ich mach's trotzdem einmal kurz. Aber damit sie mal für eine Runde versteinert sind und ich nach vorne gehen kann. Und Ränkisch mit Blut einsetzen kann. Au. So, die anderen können sich hier um die anderen Dinger kümmern. Ui. Sinnebälle. Gif. Was machst du noch? Grimasse. Och gut, ging daneben. Ich kann es nicht gebrauchen, jetzt langsamer zu sein.
Finstaura tut aber weh. Na, ich schreck zurück. Ich schreck zwar zurück, aber... Jetzt bin ich langsamer. Hm, nee. Ja, alle sind jetzt wieder normal durch den Schaden des Sandsturms. Jo. Gut, damit hätten wir schon mal Despot aus dem Weg geräumt. Nein, wir möchten hier weitergehen. So, jetzt beginnt das Massaker hier unserer Pokémon. Level up. Nee, und dann kommt sowas. Ja. Mal gucken, wann ich wieder was machen kann. Ah, ich darf wieder. So, hier. Brenne! Da wieder einer weg. Wir müssen warten. Ja, Level. Moment, was? Level 30 schon. Schick, schick. Na, darf ich auch wieder? Jo. So. Noch nicht. Jetzt aber. Ja. Ich habe an sich auch schon erwartet, dass es ein Monsterraum sein wird, wenn da steht die Diebesbande von Despota. Ich glaube, da unten habe ich gerade was gesehen. Ja, ein Voltilam. Ah, ein Wunderfeld. Das ist mindestens genauso gut. So, damit alle erstmal ihre Angriffssenkungen verlieren. Ich gehe einfach weiter. Die meisten haben ihre Angriffssenkung verloren. Jetzt müssen wir nur die nächste Ebene schnell finden. Komm mal her. Das reicht sogar schon aus. Okay. Wow, noch mehr Items. Eine richtig itemlastige Ebene haben wir hier. Und das rechts sieht aus wie also einfach so an meinem Kreis laufen. Jo. Dann gehen wir mal hier weiter. Und weg mit dir. So, in der nächsten Ebene müssen wir jetzt nur noch Dobedri umhauen und dann hätten wir es eigentlich schon. Na, komm, ich gucke jetzt hier erstmal weiter. Jupp, da haben wir die Treppe schon. Sehr gut. Und noch ein Elekid. Nein. Apfel. Na komm, können wir noch mitnehmen. Der gesuchte Ganove wurde ausfindig gemacht. So, habe ich irgendeinen Samen, den ich ihm ins Gesicht schmeißen kann. Nein. Dann Bänke, Schmied und Blut. Brenne. Oder stirb direkt. Nein, ich möchte diese TM da haben. Die ist zu verlockend aus. Brüller. Wow. Dafür bin ich hier geblieben. Okay, komm. Ich habe zum Glück den Fliehorb noch. Dann aber raus hier. Flüchtete während der Erkundung. Ja, ja. Jo, 350 und die 90 Punkte. Passt. So, was bekommen wir hier? Ein Royal Gummi. Und ein Persimban. Boah. Und noch mehr. Und oh, und ein Belebersamen. Wie nett. Ja. Und 180 Erkunderrangpunkte. Damit sind wir unserem Goldrang schon wieder ein kleines bisschen näher gekommen. Stopp, Schling, Schmatz, Schlabber, Schlürf. Bist du noch wach, Jan? Muss schon sagen, heute gab es viele Überraschungen. Als er kurz Zwiffens sagte, dass er aus der Zukunft kommt, ist er total irre. Zwiffens hat Reptin aus der Zukunft bis in unsere Welt verfolgt. Er ist gekommen, um diesen hinterhältigen Reptain zu schnappen, um ihn dann mit zurück in die Zukunft zu nehmen. Darum ist es sein Job, Reptain zu fangen. Wir müssen Zwiffens vertrauen.
zugeben, es wäre toll, wenn wir Reptilien selbst fangen könnten. Meine Fähigkeiten sind noch nicht gut genug. Letztendlich müssen wir uns auf Zwölfins verlassen. Jan, du schläfst wohl schon. Sollte auch besser auch schlafen. Ich hoffe, Reptilien wird bald geschnappt. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht. Aufgestanden habt dafür. Es ist morgen. Guten Morgen. So. Na dann. Auf zur nächsten Mission. So ist der Stand der Dinge. Wir haben noch nicht gehört, ob Reptilien schon gefasst wurde. Das wissen wir auch noch nicht. Wir haben überhaupt keine Informationen bekommen. Tappen im Dunkeln. Trotzdem können wir nicht auf eigene Faust losziehen und die Falle gefährden. Wir werden abwarten müssen, bis wir irgendetwas hören. Bis dahin sollten wir unserer gewohnten Arbeit nachgehen. Also Pokémon, machen wir uns an die Arbeit. Okay. Ihr zwei. Okay. Job und Ganoven-Infobretter. 200 noch. Okay. Tja, was haben wir denn in der Glimbungeltauschbörse? Eine Schutzklaue. Nein. Farbschal. Nein, 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 nein. 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 Okay. Dann gehen wir wieder hoch. Was haben wir denn heute für Jobs? Stachelberg hier zweimal. Ampere-Ebene schon wieder. Bringen wir Sinelbeere. Seite die Dorino. Das wären 120 Punkte. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hier. Leider nichts in der Ampere-Ebene. Ich denke mal, wir gehen aber zur Ampere-Ebene. Das klingt gar nicht mal so schwer hier. Ampere-Ebene? Da. So, die vom Stachelberg möchte ich nicht. So. Okay. 120 Punkte, danach fehlen nur noch 80. So, mir wurde mal gesagt, vor der Gilde stehen alle Gildenregeln. Ist das hier schon? Ah! So, erstens, nicht den Plagen entsagen. Zweitens, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Viertens, ist ein Job erst auf der Liste, ausüben wählst du. Fertig ist die Kiste. Stecke deine Vorräte und deinen Proviant vor deinen Streifzügen durch das ganze Land. Oder Stock, ist es. Bevor du in Erkundungen versinkst, achte darauf, dass du richtig verlinkst. Beim Erkunden werd nicht panisch, bleib ruhig und gelassen, niemals manisch. Zu helfen allem Pokémon in Not ist eines Erkunders täglich Brot. Erledige viele Jobs heute und hier und der Goldrang ist sicher dir. Die Freundschaft in der Gilde hält, wenn du mit uns dann teilst dein Geld. Sehr gut. Sehr schöne Regeln. Eieiei, wie viele Boxen haben wir denn? Nur zwei, okay. Jo, Xatum, Begutachtung. Funkelbox? Okay. Die sieht so ein bisschen. Okay, hier hast du ein Goldband. Okay, lass uns beginnen. Was ist drin? Eine Minokarte. Was kann ich sonst für dich tun? Okay. So. Lagern wir immer schnell noch ein paar Sachen. Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Ein Apfel kann bleiben. Die ganzen Gummis können bleiben. Die Bäder verkaufen. Ah, ich habe ein Tipp-Elixier gefunden. Das Fake-Item für ein Top-Elixier. Was einem, glaube ich, die ganzen AP wegnimmt, anstatt sie halt zu heilen. Pirsif und den Persimschal, den werden wir auch verkaufen. Genauso auch, es gibt ja auch ein Fake-Item zum Belebersamen, der Belabersamen. Der belebt einen erst wieder und dann lacht man sich wieder zu Tode. Von daher, ja. Sinn, gar keiner. 3400, oh yeah. So, was hast du so im Angebot? Nehme ich. Sofort. Zwei Belebersamen. So, hat dein Bruder, deine Schwester, wer auch immer noch was? Steinhagel. Ui. Wie stark ist die Attacke eigentlich? Ui.
Klingt nicht schlecht, aber nee. Lassen wir mal stehen. Ich habe eh gerade niemanden, der das lernen kann. Und ich glaube, es wird auch später niemand lernen. Na, vorbei. Vielleicht, wenn wir irgendwann ein Panferno haben. Vielleicht kann er ja Steinhagel lernen, aber bis das kommt, ja, das wird noch lange dauern. Na dann, auf wieder zur Ampere-Ebene. Und ich hoffe mal, wir haben noch einen dritten Tag danach, wo wir noch Missionen machen können, weil dann würde nur noch 80 Punkte zum Goldrang fehlen. Und den würde ich an sich sogar noch gerne erreichen, bevor die Story weitergeht. Schon mal nichts. Geh weiter. Immer nach unten weiter. Mein Gefühl sagt mir, hier unten ist irgendwo der Ausgang. Komm her. Gut, dann komme ich halt näher, wenn du unbedingt willst. Gute Nacht. Ja. Los, Billy. Gut. Und weg mit dir. So, wir mussten irgendwo eine Sinelbeere vorbeibringen, glaube ich, auf 5. Zielebene erreicht. So, wir müssen wieder nochmal eine Sinelbeere bringen. Keine Ahnung. Suchen wir einfach mal. Oh, eine TM. Hier läuft niemand rum. Da läuft jemand rum. Ein Tandel. Jo. Jo. Vielen Dank. Tschüss. Nope, wir wollen noch nicht verlassen. Okay, da muss ich halt eine Sinelbeere aus eigener Tasche quasi geben. Aber gut, so auch nicht. Na, was haben wir denn da Schönes? Bodyguard. Kann ich verkaufen. Ein Schlafsamen. Okay. Ich glaube, ich habe gerade viel zu viele Belebersamen auch dabei. Die beiden, die ich gekauft habe, müsste ich auch noch mit dabei haben. Oh, ein Kekleon-Markt. Hey, komm. Ein Stopper-Orb. Stopper-Orb. Habe ich überhaupt Geld dabei? 169. Kann ich auch schon fast was mit kaufen. Hm. Ja komm, das macht ihr da oben. So, Ebene 7 ist nochmal eine... Nicht? Oder was, Ebene 9? So, lass du uns mal in Ruhe. Na gut, dann suchen wir erstmal die Treppen weiter. Haben wir heute an sich nur ein paar Missionen gemacht, den ganzen Tag über. Immer mehr Lämmer hier. Ist ja schon fast ein Dilemma. Oh Gott. Es ist ein Dilemma für die Gegner und auch ein Dilemma für euch, dass ihr sowas anhören müsst. Wow. Dass das ausgereicht hat. Ja, ich muss sagen, die Schockwelle ist doch gar nicht mal so schlecht. Heilsamen haben wir auch noch. Oh, ein Gummi. Ein Weißgummi für Millie. Aus dem Weg. Du stehst mir im Weg. Okay, da oben ist auch wieder nur einmal im Kreis laufen. Toll. Komplette Sackgasse hier hinten. Dir. Dann laufen wir den ganzen... Nah, steh mir nicht im Weg. Nein, ich möchte auch immer noch kein Elekit haben. So. Wäre ich einfach mal nach rechts gegangen. Wäre ich einfach mal nach unten gegangen. Und nicht an dem Weg vorbeilaufen. Moment. So. Jetzt müssten wir auf der Zielebene sein. Ja.
Hallo Nidorino. Ich fände es sogar noch ein bisschen schlimmer, wenn man, wenn die, die man retten muss, die auch von anderen angegriffen werden können. Das wäre mies. Aber du würdest halt so wirklich auf Zeit gehen. Schnell rette ihn, bevor er zu Tode geschlagen wird. Oder so. Oh, ein Flora-Gummi. Ah, das nehme ich gerne. Und oh, was? Zwei Gummis für eine Sinelbeere. Passt. Nein, ich möchte kein Quapsel. Dafür bekommen wir 1000 Poke. Sehr gut. Nochmal ein kleines Gespräch. Du, Jan. Wie es mit Tobus und seinen Freunden geht? Glaubst du, dass sie gerade gegen Reptilien kämpfen? Oh, ich kann nicht schlafen, wenn ich dran denke. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, kommt allem alles so seltsam vor. Ich meine, guckt man aus der Zukunft, ob sowas Unglaubliches wirklich möglich ist? Stimmt, es ist schwer zu akzeptieren, dass ein Pokémon aus der Zukunft kommen könnte. Das fällt mir ein. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Die zukünftige Welt, aus der Zwölfe zum Reptilien kommen. Wie sie wohl ist? Ist die Zukunft wie die Gegenwart? Ist es eine friedliche Welt? Warum müssen wir da früh raus? Ich muss mich zwingen einzuschlafen. Ich schlafe jetzt ja. Gute Nacht. Morgen geben wir unser Bestes. Gute Nacht. Der nächste Morgen. Aufgestanden ab dafür. Es ist morgen. Schrei, schrei. Gut, dann würde ich sagen, das war's mal wieder von Pokémon Mystery Dungeon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.